Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kashi. Der Dicke ist wieder am Start und jetzt geht's wieder weiter. Keine Sorge, der Pelsinner ist hier bei mir sicher. Doch hier, wo war der Poncho? Poncho. Oh, wo hast du den denn gefunden? Er ist fantastisch. Lass mich ihn anprobieren. Schau, kein Bimmer mehr. Ich kann wieder arbeiten. Danke, jetzt kann ich den Pallsender definitiv reparieren. Also ich bin ein bisschen am Bibbern. Lass mich mal sehen. Ich muss nur noch ein Update machen und noch eine Sache und voila. Reparierter Pallsender. Na bitte, Kleines. Viel Glück bei der Suche nach der Person, die du suchst. Danke. Einer hört. Und wisst ihr, was jetzt passend ist? So, dass was geil wäre. Auf Fernsehen. Fernsehen von Robotern, die eigentlich kein lineares Fernsehen mehr haben. Oh. Wo ist er? Wo ist er? Als Maul, du Katze! Du wütende Metallkatze. Erschrecklich, dieses Gejammer. Wie lange geht's hier eigentlich? Ah, hier geht's lang. Wo lang geht's da? In die Bar. Nice. Nein, aber ich suche jemand anderen. Lass du noten, bitte. Hör dir all die tollen Sachen an, die in unserem Müll landen. So viele Schätze. Solltest du den Tauschhändler besuchen? Dort gibt es bestimmt viele Fans. Nein, wir wollten heute musikalisch werden. Music Cat in the House. Einfach mal ein paar Lieder hören. Unbetitelt. Diese Melodie enthält genau 44 Noten. Hör mal. Deswegen also unbetitelt. Jetzt nicht das Beste und nicht das Schlechteste. Und lese solche Notenblätter. Kaum zu lesen, aber ich kann es trotzdem versuchen. Jetzt muss ich mal kurz aufstehen. Was ich gestern sagte, stimmt schon. Wenn du zu lange sitzt, dann... Mann, wirst du dick. Das ist echt nicht gut für Rücken und Körper, die ganze Zeit nur zu sitzen und zu sitzen und zu sitzen. Ah. Ballade eines einsamen Roboters. Oh. Thank you.
Boah, das klang gut. Möchte ich das Spiel auseinandernehmen, nur an diese Audiodatei ranzukommen, möchte ich jetzt wirklich das Spiel auseinandernehmen. Mein Gott, ich habe gerade das Sprechen verlernt. Ach, du übst. Sag, was ist denn hier los? Hab nur eine Dose, ne? Dafür willst du aber drei. Wo finde ich denn alle Dosen? Und weiter rauf komme ich auch nicht. Oh. Na ja, so finde ich den Rest gut. Habt ihr Dosen? Verzeihung. Ich habe es auf der Straße liegen gelassen und am nächsten Tag hatten die Zirks das komplett aufgegriffen. Das ist doch verrückt, oder? Die verschlingen einfach alles. All die verquerenden Sachen passieren bei dir, Kumpel. Ich traue mich nicht, unser Dorf zu verlassen. Es ist zu gefährlich. Außerdem ist der Wächter der Einzige, der diese Tür öffnen kann. Boah, ich würde sogar sagen, gut so. Wo auch immer die restlichen Dosen sein könnten. Aber die Musik ist interessant. Oh, Süßigkeiten, Salat, keine Ahnung. Essen. Geht das wirklich? Ursprünglich hatten sie keinen Verdauungsapparat. Vielleicht haben sie sich irgendwie weiterentwickelt, indem sie Menschen nachahmten. Weißt du, ich sollte mal was davon probieren. Ich möchte nicht respektlos gegenüber ihrer Lebensweise sein. Oh, von wegen respektlos gegenüber einer Lebensweise. Das habe ich einmal gemacht. Aus Respekt was gegessen, was war. Aber am Ende war es dann vielleicht doch gar nicht so schlimm. Kann überhaupt alle rein? Das ist mal interessant herauszufinden, ob man die ganzen Bälle reinkriegt. Nö, das ist schon wieder rausgefallen. Egal. Das ist die Zeitung von den Leuten, die oben auf der Ebene 2 wohnen. Das ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber es lohnt sich, sie zu lesen. Okay. Komisches Geräusch hier manchmal. Wir haben auf jeden Fall wieder was für den Musiker. Ich weiß nicht, waren das dann schon alle 8 Songs? Oder ich bin mir jetzt nicht sicher. Jetzt bin ich mir echt nicht sicher. Schauen wir mal. Morgen übermorgen. Klingt cool. Hier, schau dir das an. Morgen bekannt vor.
nicht ein Mario-Song? Nice. Oh, danke für die Musik, ich werde gleich üben. Oh, gibt's noch irgendwo eins? Palsender, genau. Da war es ein Palsender. Na 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 na. Miezekatze. Na 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 na. Warte. So, ebenbürtig. Acht auf Geschissen. Hast du es geschafft, den Palsender reparieren? Das hab ich geschafft. Ja, ist der Paar schon da. Hast du es geschafft, du hast ihn repariert. Gut gemacht. Gib ihn her. Piep-pap. Wir haben einen Ping. Papa ist wirklich am Leben. Ich kann es einfach nicht glauben. Lass uns den Palsender folgen. Vielleicht finden wir heraus, wo mein Papa hin ist. Also ich würde jetzt vermuten, bis zum Eingang der Kanalisation. Oder noch sonst. In den Puff ist er ja nicht gegangen. Und wie du nur auf mich reagierst. Muss es sein? Er hat die Slums wirklich verlassen. Es ist gefährlich da draußen, aber ich muss mir sicher sein. Ich muss es wissen. Auf geht's. Hoffentlich ist es kein, so Punkt auf No Return Ding. Er kommt zumindest mit. Scheiße, das zerklebt ja. Wo ist er hin? Oh nein! Da. Sind wir in Notenblatt? Es ist ein lebender Parasit. Ekelhaft. Nee. Wieder all die Zucker hier an. Sie werden uns auffressen. Ich schaff das nicht. Ich bin nicht so schnell wie du. Zucks werden mich ganz sicher erwischen. Hier, nimm dieses Abzeichen. Mein Papa wird es erkennen. Er wird wissen, dass du ein Freund bist. Außenweltabzeichen. Ich werde dir die Tür öffnen. Hi-pup-pup. Bist du dir sicher? Tut mir leid, ich kann nicht weitergehen. Ich bin nicht so schnell.
Bezug sollen mich kriegen. Bitte finde ihn, bringe meinen Papa zurück. Einverstanden. Hey, da leuchtet doch was. Sieh mal, wie gewaltig diese Mauer ist. Ich erinnere mich, dass sie ein Symbol für die Trennung zwischen den Slums und dem Stadtzentrum war. Das und die Tatsache, dass sie ihren Müll immer wieder hier runtergeschmissen haben. Wie kann man sowas so tun? Vielleicht ist das der Grund, warum sie gescheitert sind. Warum sie gescheitert sind. Moment, also die Bewohner da oben werfen ihren Müll hier runter. Machen hier unten die Hölle auf Erden. Jetzt haben wir da auch Surks. Und die da oben haben ein friedliches Leben. Aber das klingt doch schon wieder nach diesem Problem, was selbst wir seit Äonen von Jahren immer haben. Diese Zweiklassengesellschaft, arm und reich. Obwohl man diese Zweiklassengesellschaft endlich mal abschaffen sollte. Oder nur noch ein Wir geben sollte, weil ich meine, im Ernst, dieses arm und reich, das ist doch echt beschissen. Außerdem haben Reich den größten CO2-Fußabdruck. Den ist größtenteils sogar egal, also. Nein, diese Zweiklassengesellschaft, sowas finde ich scheiße. Ich kann dieses Spiel richtig mitfühlen. Ah! Hey, da lag ein Helikopter oder was? Oder ne, Noto. Ah, ich finde es sogar scheiße, dass es hier Privatpatienten und Kassenpatienten gibt. Obwohl wir eigentlich alle in denselben Topf einzahlen müssten, um eine Bürgerkrankenkasse zu haben. Weiß nicht, wäre ein guter Politiker. Ein viel zu guter Politiker. Ach du Scheiße! Au! Ah, das muss ich getan haben. Alles okay? Das war echt ein heftiger Sturz. Ja, du fragst noch. Doc sollte in der Nähe sein. Wie weit, weit ist es nicht mehr? Okay. Ja, das war ein heftiger Sturz. Geht's ja gut? Meine Fresse, das fragt er wirklich noch. Halt du mal auf brutale Art und Weise runter. Bäh. Ah, oh, geht mal das Husten auf den Sack. So, mal wieder husten. Oh, was haben wir denn hier? Er ist tot. Der Wissenschaftler, für den ich arbeitete, sagte immer, er wolle sich in ein kleines Häuschen zurückziehen und den ganzen Tag angeln. In der Stadt war das natürlich nicht möglich. Und das hat er seit mindestens 100 Jahren auch keiner mehr machen können. Was wäre, wenn wir uns in der Außenwelt ein kleines Häuschen mit einer harmlosen Angelrute und einem Haufen Bücher würden? Ich glaube, genau das hätte der Wissenschaftler gewollt.
Und zuerst sollten wir doch Sock suchen. Meine Freche. Also er will gerne ein Häuschen haben. Der redet die ganze Zeit immer von diesem Wissenschaftler. Oh ja, Gefahr. Gefahr, Will Robinson. Gefahr. Da fehlt was. Es ist ein Stromgenerator, aber er scheint irgendein anderes Teil zu benötigen, um zu funktionieren. Vielleicht eine Sicherung. Batterie? Keine Ahnung. Leiter? Oh, hier muss das auch sein, oder? Vom Doc? Oh, komm. Ihr könnt ineinander reinklippen. Niedlich. Alter, du bist kein Zug. Wer bist du denn? Das ist mein Abzeichen, das du da trägst. Du hast es gefunden, hat dich mein Sohn. Mama, Papa, Fignuelle. Hat mein Sohn dich geschickt? Ah, Simus, du schlauer Junge. Bin schon seit Ewigkeiten allein hier. Ich bin hergekommen, um meinen Defluxor zu testen, aber es ist nicht so gelaufen wie geplant. Ich wünschte, ich könnte wieder nach Hause gehen. Wir müssen meinen Sohn so sehr. Du kannst dich gerne im Haus umsehen, wenn du willst, aber ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen sollen. Der Fluxor. Sieht lustig aus. Ich habe Menschen gesehen, die solche Kostüme trugen. Sie waren klein und rannten umher und machten jede Menge Lärm. Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Es waren Kinder. Durch sie waren die Straßen so viel lebendiger. Trotz aller Schwierigkeiten, die sie ihnen bereiteten, schienen die Erwachsenen sie sehr zu lieben. Doc sagt, er vermisst Samus, Simus. Ist das dasselbe? Wir sagen ja. Irgendwie. Ey, sei vorsichtig mit dem Defluxor. Bei voller Ladung kann er Zucks wie Konfetti in die Luft jagen. Oh, geil. Dieses Frachtstück braucht 1,21 Gigawatt. Ist das nicht eine Referenz zu Back to the... Moment, das muss ich jetzt mal nachgucken. Moment. Ja, schlechten Gedächtnis sei Dank. Der DeLorean braucht für einen Zeitsprung tatsächlich 1,21 Gigawatt. Yay! Gut. Dieses Prachtstück braucht 1,21 Gigawatt, um zu funktionieren. Und das Einzige, was hier so viel Saft hat, ist der Generator draußen vor dem Haus. Das Problem ist, dass er nicht anspringt. Ich glaube, eine Sicherung ist durchgebrannt. Und bei all den Zugs ist es gefährlich, für mich rauszugehen, um ihn zu reparieren. Ich bin nicht schnell genug, aber vielleicht bist du es. Wenn du den Generator erreichst und die Sicherung auswechselst, sollte der Defluxor wieder aufladen können. Komm schon, folge mir, ich zeige dir, was du tun musst. Ja, ich hoffe, die Folge ist bald vorbei, ich muss aufs Klo. Ja, welche Notenblätter? Noten? Nein. Ne, keine Notenblätter. Oder ist es gleich gegen Zugs Ränder? Ey, Kackviecher. Hier, nimm diese Sicherung, sie ist brandneu. Hübsch. Das
Einschalten des Generators wird, das Einschalten des Generators wird laut sein, also rechne mit einigen Zurks. Sollte den Generator repariert hast, sollte ich den Defloxer aufladen und in Gang bringen können. Du musst nur diesem Kabel folgen und die Sicherung austauschen und mich dann wieder hier treffen. Viel Glück! Ja, bis weiß ich geht trotzdem auf Klo. Bis gleich! So, da bin ich wieder. Es geht weiter! Mann, ich war jetzt eine halbe Stunde weg. Ah. Wisst ihr, was mir mal aufgefallen ist? So ganz bescheuert. Ist ja immer wieder so, Nachrichten, ne? Und immer wieder mal toffen sich Artikel wie von wegen, ja, hier Bonuszahlungen, wer die und das bekommt. Und wenn du dann den Artikel mal reinguckst und dann genau durchliest, dann siehst du dann, dass es immer wieder Reiche sind, die diese Bonuszahlungen beanspruchen können. Und das sehe ich immer und immer wieder und immer wieder. Jetzt ist es laut. Jetzt wird's heftig. Ich würde sagen, so lange ausweichen, wie es geht. Fuck! Habe ich mich gerade gekillt? Nee, ich hab's überlebt. Frag mich nicht, wie ich das überlebt habe. Am besten im Licht bleiben. Einfach wegen, mir ist echt aufgefallen, dass diese Bonuszahlungssachen. Also die armen Menschen, die Ärmsten der Ärmsten, haben davon rein gar nichts. Weil sie es nicht mehr bekommen. Und da denke ich mir so, warum schreibt man denn solche Artikel von wegen Bonuszahlungen und jeder könnte sowas bekommen, wenn es im Endeffekt eigentlich nur die Reichen immer bekommen? Die Armen haben davon null. Nicht mal ich hätte was davon. Man muss sich doch irgendwie wieder verarscht, ne? Erstaunlich, du hast den Generator wieder zum Laufen gebracht. Hast du gesehen, wie stark der Defluxer ist? Das ist definitiv unser Weg hier raus. Warte einen Moment, vielleicht kann ich den Defluxer an deiner Drohne befestigen. Aber so viel zu Sachen, die ich einfach mal so lese, wenn ich gerade mal beschäftigt bin. Also kein Unterschied. Hat geklappt, der Defluxer ist jetzt an deiner Drohne installiert. Er ist nicht dafür ausgelegt, mit einer so kleinen Stromquelle zu laufen. Wenn du ihn zu oft benutzt, könnte er kaputt gehen. Denk daran, es ist gefährlich, jetzt lass uns zurück ins Dorf gehen. Ich komme nach Hause, mein Sohn. Okay. Ups. Okay, nice. So funktioniert er also. Im Taschenlampenmodus. Einfach Puff. Auf all die Zirks aus dem Weg, damit wir hier durchkommen. Oh, es hat. Der funktioniert ja super. Aber wie ich vermutet hatte, kann er überhitzen. Lass ihn ein bisschen abkühlen, wenn das passiert. Ich hoffe, er hält durch, bis wir im Dorf, wir das Dorf erreichen.
Vor allem eine Katze und eine Drohne. Eine Katze und eine Drohne. Oh, was mir wieder auffällt, dass Nvidia anscheinend schon wieder die x-te Grafikkarte rausbringt. Was war das? RTX 50? Der Schalter funktioniert nicht. Sieht so aus, als ob der Strom abgeschaltet wurde. Wenn jetzt mal im Ernst, wie viele Grafikkarten wollen die eigentlich noch rausbringen? Das fühlt sich schon an wie im Wochentakt. Dabei geht die Leistung ja kaum hoch. Wie sagt man so schön, ist signifikant nicht spürbar, oder wie man das auch ausspricht. Ach, da muss ich rein. Was bringt das denn immer, Grafikkarten zu produzieren, wenn der Leistungssprung gerade mal 2-3% hat? Warum nicht dann lieber ein paar Jahre warten? Und den Leistungssprung von 50, 60, 70%, das verstehe ich nicht. Ich mit zu hoch. Verstehe ich nicht. Geld- und Energieverschwendung. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Oh ja. Du bist gerade im richtigen Moment kaputt, ne? Das weißt du, ne? Oh Gott, 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 mach zu, 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 zu. Mach zu den Puff! Meine Fresse. Das war knapp, lass uns zurück nach Hause gehen. Ach nee. Waren wir bereit? Kein Zug. Ich hätte jetzt erwartet, die platzen aus den Eiern raus. Oh Moment, das ist einfaches UV-Licht, ne? Also würde man... Würde man da statt dem Licht aussetzen, normalen Sonnenlicht, wäre doch diese Zugplage sofort erledigt. Da vorhin nicht noch ein anderes Gesicht. Ein grün. Das ist ja blau. Danke, dass du Doc gerettet hast, kleiner Freund. Das ist schön zu sehen, dass Simus nicht mehr allein ist. Jetzt wissen wir, dass wir uns gegen die Zugs wehren können. Momo hat in der Nähe der Kanalisation auf dich gewartet. Hat er das? Doc und Simus sehen glücklich aus. Ich glaube, wir haben etwas Gutes getan. Ja, mach ich auch. Jetzt hat er wieder ein grünes Gesicht. Aber. Diese super süße Katze. Diese super süße Katze. Macht einfach morgen weiter.
Also Leute, wir sehen uns dann morgen. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Kashi, hauen Sie rein. Lasst mir ein schönes Start. Komm, über Like. Kuss auf Nuss. Ne? Und... Emma Shemion, Babys. Tschüss.